Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Im heutigen Video geht es um den Dirac-Impuls. Der Dirac-Impuls wird auch oft anders genannt, zum Beispiel Delta-Distribution oder Dirac-Funktion oder auch Stoßfunktion. Also wenn ihr einen von diesen Begriffen hört, ist es immer das gleiche gemeint, der Dirac-Impuls. Wir nennen den so jetzt mal in diesem Video. Und die Definition dieses Dirac-Impuls ist es so, dass die Funktion y von t0, also t0 ist ein fester Wert, dass das Integral von minus unendlich bis unendlich von der Funktion y von t mal der Dirac von t minus t0 dt. Das hier ist eigentlich der eigentliche Dirac. Das heißt, wir wollen eine Funktion an einem bestimmten Funktionswert wissen. Und wie können wir von einer Funktion, die halt kontinuierlich ist, diesen bestimmten Funktionswert zum Zeitpunkt t0 erfassen? Das können wir halt genau mit dem Dirac machen. Das heißt, das hier ist die allgemeine Definition des Diracs. Der Dirac hat ein paar Eigenschaften, die ganz gut und nützlich sind zum Rechnen. Zum einen, der Dirac ist eine gerade Funktion, das heißt, der Dirac von t ist auch der Dirac von minus t. Zum Beispiel eine weitere gerade Funktion wäre einfach ein Cosinus. Genauso ist der Dirac eine gerade Funktion. Und das zweite ist, der Dirac für t minus t0 ist immer 0, außer an der Stelle t gleich t0. Und das erklärt auch, warum hier die Funktion halt, warum das hier oben, ja, erklärt die Definition halt einfach dieses Integrals. Weiterhin ist auch gut zu wissen, wenn wir eine Multiplikation mit einem Dirac-Stoß haben, dieses t minus t0, das skizziere ich hier gleich noch, was das heißt, wie der Dirac da genau aussieht. Das heißt, wir haben y von t, unsere kontinuierliche Funktion, mit diesem Dirac multipliziert, ist das gleiche, wie wenn wir nur die Funktion an diesem einen Wert betrachten, mal den Dirac multipliziert. Das kann man sich so vorstellen, dass wir halt die Funktion haben, da multiplizieren wir einen Dirac, der ist an dieser Stelle t0, das heißt, sonst ist er überall 0, das heißt, der einzige Wert, den wir an der Funktion sehen können, ist tatsächlich an dieser Stelle des Diracs an t minus t0. Das heißt, wir haben tatsächlich nur ein Dirac mit diesem Funktionswert, was halt an der Stelle hier rauskommt. Auch eine sehr gute und eine sehr wichtige Eigenschaft, der man immer wieder begegnet, ist die Faltung mit einem Dirac. Das ist nämlich einfach die Funktion an der Stelle t0. Also es ist ein Unterschied zu der Multiplikation hier oben. Man kann sich das Ganze vielleicht auch irgendwie so vorstellen. Zwischen Zeit- und Frequenzbereich ist ja, kann man ja transformieren bei Multiplikation und Faltung. Das heißt, wenn wir einen Dirac, das ist hier direkt die nächste Regel, einen Dirac Fourier transformiert, ist halt eine 1. Das heißt, wenn wir die Faltungen sozusagen transformieren in den Frequenzbereich, dann hätte man hier eine Multiplikation und dann, weil wir hier im Zeitbereich eine 1 haben, hätten wir dann halt einen Dirac im Frequenzbereich. Oder andersrum, wenn wir das hier in den Frequenzbereich transformieren, hätten wir halt den Dirac-Faltung im Frequenzbereich, aber halt der Dirac wäre transformiert halt eine 1. Beziehungsweise bei einer Verschiebung muss man immer beachten, dass man halt den Verschiebungssatz noch hat und dann kriegt man halt diesen e hoch minus j2 pi ft0 Term noch dazu. Wie kann man sich jetzt den Dirac eigentlich genau vorstellen? Die meisten wissen wahrscheinlich, es ist einfach ein Pfeil, den man malt. Aber woher kommt das Ganze? Wie kann man sich das vorstellen? Man kann sich das Ganze so ein bisschen grafisch veranschaulichen und herleiten daraus, wie wenn man ein Rechteck betrachten würde. Das würde so aussehen mit der Höhe n und der Breite 1 durch n. Und der Dirac ist jetzt genau dieses Rechteck, wenn wir das n gegen unendlich laufen lassen. Das heißt, das Rechteck wird immer schmaler und immer höher. Und dadurch kriegen wir halt unseren Dirac-Stoß, der halt als Strich mit einem Pfeil gekennzeichnet wird und die Fläche und die Höhe, in der Regel wird der Dirac-Stoß mit der Höhe 1 angezeichnet. Das liegt daran, dass man die Höhe von der Fläche kommt, die halt, und die Fläche ist halt Höhe mal Breite und die ist halt in dem Fall genau n mal 1 durch n und deswegen kommt da 1 raus bei dieser Fläche. Das heißt, wenn wir das hier schmaler und gleichzeitig höher machen, ändert sich die Fläche nicht, weil wir halt einfach nur die Breite und Höhe im gleichen Faktor linear skalieren. Das heißt, die Fläche bleibt immer 1 und deswegen zeichnet man den Dirac halt mit der Höhe 1 in der Regel. Wenn natürlich ein Vorfaktor dabei ist, dann muss man den natürlich noch beachten. So, wie sieht jetzt der Dirac eigentlich genau aus und wie kann man sich dieses Dirac t minus t0 vorstellen? Also der normale Dirac, ich male jetzt mal hier daneben so ein, das soll natürlich bei 0 sein, der Höhe 1. Der Höhe 1, das hier wäre jetzt hier der Dirac einfach nur von t. Und der Dirac von t minus t0 ist eigentlich nicht so schwer, ist einfach nur an der Stelle t0 der gleiche Dirac. Das heißt, wir hätten hier, so, das hier wäre jetzt, wie es oben auch dran steht, Dirac von t minus t0. Das ist im Prinzip der Dirac-Impuls, der wird halt häufig für Testfunktionen, für Systeme und, benutzt. Deswegen ist es ganz gut zu wissen, was das ist und der kommt auch immer wieder vor, eine sehr wichtige Funktion, mit der man auch vieles darstellen und veranschaulichen kann. Wenn es also zum Dirac-Impuls noch Fragen gibt,
dann ab in die Kommentare damit. Und falls ihr noch im Bereich Signale und Faltung interessiert seid, gerade hier vielleicht hier, warum das gilt oder warum, was das Zeichen hier überhaupt bedeutet, wenn euch das jetzt schon zu tief ging, dann schaut einfach mal in die Infobox vorbei. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.